Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einer weiteren virtuellen Vorlesung, Sitzung des Wirtschaftsbeirates Bayern. Heute ist bei uns Harold James von der Princeton University, ein Historiker, der reden wird über die Unvereinigten Staaten von Amerika nach Trump. Wir sind ja alle froh, dass die Ära Trump jetzt vorbei ist, aber die Frage ist, sind die Spannungen und Schwierigkeiten, die wir gesehen haben, das Ergebnis von Trump oder ist Trump das Ergebnis dieser Spannungen? Vielleicht gibt es ja tiefere Ursachen für die Problematik, die uns jetzt vergegenwärtigt wurde durch die Verhältnisse der letzten Jahre. Nun, Harold James ist der richtige Mann, um darüber zu reden. Er spricht Deutsch, ausgezeichnet, obwohl er nun kein Deutscher ist. Und Sie werden natürlich hören, dass er einen englischen Akzent hat. Er ist in Bedford 1956 in Großbritannien geboren und hat sich spezialisiert auf die deutsche Geschichte und die internationale Wirtschaftsgeschichte. Derzeit ist er Professor für europäische Geschichte und internationale Beziehungen an der Princeton University. Zu Beginn seiner Karriere konzentrierte sich James auf die neuere deutsche Geschichte, insbesondere auf die Zwischenkriegszeit. Und sein Buch The German Slump oder auch in deutscher Übersetzung Deutschland in der Weltwirtschaftskrise von 1986 wurde berühmt. Er hat sehr intensiv kooperiert hier in München mit Knut Borchardt, der ja Historiker an der LMU war. Und die Zusammenarbeit zwischen den beiden hat wirklich eine fruchtbare Kooperation und einen Wissensaustausch ermöglicht. Zu den bedeutendsten Beiträgen von James gehört eine Studie zur Geschichte der Deutschen Bank, ferner eine Untersuchung über die Rolle der Reichsbank bei der Enteignung jüdischer Vermögen in der Zeit des Nationalsozialismus und eine Studie über die deutsche Identität von 1770 bis 1990, so jedenfalls der Titel des Buches, veröffentlicht 1990. Harold James hat sich zuletzt ausgiebig mit den wirtschaftlichen Folgen der Globalisierung beschäftigt und dabei insbesondere Wert auf den Vergleich mit früheren Globalisierungsphasen gelegt, wobei eine wichtige Phase eben mit der Weimarer Republik zu Ende ging, mit der Weltwirtschaftskrise 1929, die am Ende ja dieser Republik stand. The End of Globalization ist der Titel eines entsprechenden Buches, welches 2001 erschien. Sein vorletztes Buch hat er geschrieben über den Euro, zusammen mit Markus Brunnermeier, der auch in Princeton unterrichtet, und Jean-Pierre Landau. Der Titel ist Der Euro, der Kampf der Wirtschaftskulturen, ein Thema, das Ihnen ja sicherlich geläufig ist. Und seine letzte Studie ist eine Geschichte der Bank of England mit dem Titel Making a Modern Central Bank, die dieses Jahr 2020 erschien. James hat viele Publikationen in internationalen Fachzeitschriften herausgebracht. Darüber kann man hier in der Kürze der Zeit gar nicht reden. Er hat viele Preise bekommen, unter anderem auch in Deutschland. So ist er Träger des Helmut-Schmidt-Preises für Wirtschaftsgeschichte und des Ludwig-Erhard-Preises für Wirtschaftspublizistik, was ja insofern bemerkenswert ist, als Ludwig Erhard ja eine intensive Verbindung auch nach München hatte und auf jeden Fall Bayer ist. Er hat ja das ifo-Institut mitgegründet. Nun bin ich froh, dass wir Harold James hier haben und bin gespannt, was er uns zu sagen hat, bezüglich der langfristigen Perspektive dessen, was diese Wahl hier bedeutet. Harold, the floor is yours. Du bist dran. Ganz herzlichen Dank, Herr Hans Werner. Es ist eine große Freude, hier zu sein beim Wirtschaftsbeirat der Union.
und über dieses Thema, die Unvereinigten Staaten von Amerika, zu sprechen. Joe Biden gewann die Präsidentschaftswahl 2020 mit über 80 Millionen Stimmen zu den 74 Millionen für Donald Trump. Das Land ist aber noch sehr tief gespalten. Eine Karte, die auf traditionelle Weise mit Rot für Republikaner und Blau der Demokraten gefärbt ist, zeigt, dass der flächenmäßig größte Teil des Landes überwiegend rot ist, also republikanisch. Das Blau konzentriert sich auf dicht besiedelte Stadtgebiete an den Küsten und rund um die großen Seen. Ein wichtiger Teil der Veränderung im Vergleich zu 2016 ist, dass Arizona, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania und Georgia zu den Demokraten gekippt sind. Das Land ist nach wie vor stark gespalten. Die Unvereinigten Staaten sehen die Kernprobleme der Politik vollkommen anders, fokussiert auf verschiedene Themen. Für Biden-Anhänger waren Rassenungleichheit, Pandemie und Gesundheitspolitik zentrale Themen. Für Trump-Anhänger Kriminalität, Sicherheit und Wirtschaft entscheidend, laut die Meinungsumfragen, die hier gezeigt werden. Diese Fragen sind aber nichts mehr als Möglichkeiten, die Rassenfrage, die Rassendiskriminierung im unterschiedlichen Sinne zu umrahmen. Droht Amerika jetzt ein Auseinandergehen, wie es bei der Sowjetunion vor 30 Jahren geschah? In seinem gerade erschienenen Buch schreibt Barack Obama ziemlich pessimistisch: Amerika ist das erste wirkliche Experiment beim Aufbau einer großen multiethnischen, multikulturellen Demokratie. Und wir wissen noch nicht, ob das halten kann. Wir wissen nicht, ob das halten kann. Es gibt gleichzeitige Probleme, die zusammenkommen. Eine inkompetente politische Führung, eine Zerschlagung der normalen Verwaltung, die Zerspaltung der Gesellschaft und die Zerbröckelung der Grundideologie. Ein Zufall im sowjetischen Fall, der Nuklearunglück von Tschernobyl, stellte plötzlich tiefliegende Fehler im administrativen, politischen, wirtschaftlichen System bloß. Im Fall der Sowjetunion kochten lang unterdrückte ethnische Rivalitäten und konkurrierende nationale Aspirationen rasch hoch und drängten das gesamte Land in Richtung Gewalt, Sezession und Zerfall. In den USA hat Trumps Reaktion auf die landesweiten Proteste gegen Rassismus, Polizeigewalt und Ungleichheit die historische Kluft zwischen den Rassen weiter befeuert. Und wie beim Zusammenbruch der Sowjetischen Union, wie damals die Lenin-Statuen, fallen jetzt überall die Bilder führender Konföderierter. Covid ist das amerikanische Tschernobyl. Hintergrund der amerikanischen Gespaltenheit ist nicht nur die Frage der Wahrnehmung der Rassenfrage, sondern die Covid-Krise und der dramatische wirtschaftliche Rückschlag nach dem Lockdown. Die drei Krisen laufen aber ineinander zusammen. Black Lives Matter ist nicht nur ein Produkt von Covid oder vom Krisenjahr 2020. Es begann schon 2013. Das war eine Protestbewegung der Basis, die dann den Hashtag Black Lives Matter in den sozialen Medien verwendete. Es entstand, nachdem ein gewisser George Zimmerman freigesprochen worden war, der 17 Monate zuvor einen schwarzen Teenager erschossen hatte. Nach dem Tod zwei Afroamerikaner im Jahr 2014, eins in Ferguson, Missouri, eins in New York City, fand die Bewegung dann eine nationale Ausweitung. Nach der Ermordung von George Floyd durch den Minneapolis-Polizisten Derek Chauvin erreichte sie 2020 einen landesweiten und dann internationalen Einfluss. Chauvin, ein Weißer, erdrückte Floyd 8 Minuten und 46 Sekunden lang mit dem Knie, während drei andere Offiziere, zwei davon Asiaten, eine zunehmend
beunruhigte Menge zurückhielten, die dringend flehend medizinische Hilfe für Floyd forderte. Seine letzten Worte: "Ich kann nicht atmen. I can't breathe." Eine Welle von Erschütterung, aber auch von Gewalt rollte über das Land und über die Welt. Geschätzte 15 bis 25 Millionen Menschen, obwohl nicht alle organisiert, nahmen an den Black Lives Matter Protesten 2020 in den Vereinigten Staaten teil. Und es gab ähnliche Bewegungen weltweit mit sehr großem Zulauf. In den Vereinigten Staaten sind zahlreiche Menschen durch die Polizei ums Leben gekommen, wobei die schwarze Bevölkerung massiv überrepräsentiert ist. Diese Bevölkerung ist auch in der Gefängnisbevölkerung in großer Mehrheit. Heute können wir sogar diese Tatsachen in einer greifbaren und direkten Form sehen. Die Polizisten sind mit Bodycams ausgestattet. Die Popularität von Smartphones bedeutet, dass Vorfälle wie diese Konfrontationen umfassend visuell dokumentiert sind und auch mit Soundtracks, die den Austausch von Gewalt aufzeichnen. Dadurch ist es möglich, dass eine einzelne Tragödie zum Symbol für etwas viel Größeres wird, für einen nationalen Fehler. Ein großer Teil der russischen Desinformation während der Wahlen 2016 schon wurde darauf gezielt, die Rassenspaltung innerhalb des Landes zu verschärfen. In diesem Jahr 2020 erlebten zwei der vier Städte, die für die Entscheidung der Wahlentscheidung in den Swing States entscheidend war, Philadelphia, Pennsylvania und Atlanta, Georgia, in den Monaten vor der Wahl Erschießungen schwarzer Männer durch die Polizei. Ein drittes, Milwaukee, liegt nur 40 Meilen nördlich von Kenosha, Wisconsin, wo sich ein dritter solcher Vorfall ereignete. Gehen wir ein bisschen in die Geschichte zurück. Die Vereinigten Staaten wurden zweimal neu gemacht, neu aufgestellt. Zuerst natürlich in der amerikanischen Revolution, im Unabhängigkeitskrieg, dann in den 1860er Jahren nach dem Bürgerkrieg. Jedes Mal wurde nur eine partielle Antwort auf die grundlegende Herausforderung gegeben, die in der Unabhängigkeitserklärung gestellt wurde. Der grundlegende Gedanke, dass alle Menschen gleich geschaffen sind, das dann von Abraham Lincoln auf dem Schlachtfeld von Gettysburg als Regierung des Volkes, vom Volk, für das Volk interpretiert wurde. Lincoln versprach eine neue Geburt der Freiheit. Aber es war auch ein Gegenbild. Auf der anderen Seite, zum Beispiel John Calhoun, der führende Verfechter der Idee der Staatsrechte, erklärte, unsere Regierung ist die Regierung des weißen Mannes. Oder der Senator von Illinois und Richter Stephen Douglas, der berühmte Kontrahent von Lincoln, diese Regierung wurde von unseren Vätern auf weißer Basis gemacht. Es wurde von weißen Männern zum Wohl der weißen Männer und ihre Nachkommen für immer gemacht. Nach dem Bürgerkrieg gab es dann die Amendments, 14. Amendment, 15. Amendment. Sie schienen die Frage der Staatsbürgerschaft in einem anderen liberalen oder unumarmenden Sinn zu regeln. Aber es gab einen anhaltenden Rückfall. Reconstruction, der Wiederaufbau, wurde rückgängig gemacht, das Stimmrecht eingeschränkt, diskriminierende Praktiken institutionalisiert. Es war natürlich immer leicht, von außen den liberalen Universalismus der Vereinigten Staaten zu verspotten. Ausländische Länder haben gerne auf die Heuchelei hingewiesen, vor allem im 20. Jahrhundert, als die Vereinigten Staaten zu einer Weltmacht, zu einer Supermacht wurden. Britische und französische Imperialisten wehrten sich gegen den US-Versuch nach 1945 Kolonialreiche zu zerschlagen. Black Lives Matter ist zu einem weltweiten anti-amerikanischen Protestslogan geworden. In Korea zum Beispiel skandierten Protestierende, US-Imperialismus bedeutet, ich kann nicht atmen. Wir sollten ein wenig auf die Lage schauen, wo diese Proteste und Gewaltausbrüche passieren. Sie kommen
immer in denjenigen Momenten hervor, in denen das Versprechen des Wandels am größten schien. Das war in den 1960er Jahren, nachdem Präsident Johnson, Lyndon Johnson, das Great Society Programm startete, die große Reformprogrammatik. Der Long Hot Summer von 1967, der lange heiße Sommer, war von außerordentlich gewalttätigen Ausschreitungen geprägt, mit Kämpfen in den Straßen von Newark hier in New Jersey und Detroit. Die offizielle Antwort darauf war eine Enquete, die Kerner Kommission, deren Bericht zum Bestseller wurde, und die Kernaussagen sind: Unsere Nation bewegt sich auf zwei Gesellschaften zu, eine schwarze, eine weiße, getrennt und ungleich, was weiße Amerikaner nie vollständig verstanden haben. Aber was der Schwarze nie vergessen kann, ist, dass die weiße Gesellschaft tief in das Ghetto verwickelt ist. Nun, es gab diese allgemeinen Schlüsse und auch einige Reformvorschläge. Das war das Rezept, ein einfaches Rezept, aber problematisch. Die Analyse befasst sich mit tiefsitzenden Problemen, die tief im Wesen der amerikanischen Vision liegen, aber die Rezepten oder Antworten sind relativ oberflächlich. Ich erwarte vollkommen, dass in diesem nächsten Jahr unter der Biden-Administration es auch eine Enquete geben wird und es wird ähnlich ausschauen wie die Kerner-Kommission. Das Ganze wiederholte sich in den 90er Jahren mit Unruhen in Los Angeles, nachdem Polizisten freigesprochen wurden nach einem sehr brutalen Anschlag auf einem schwarzen Mann. Und auch mit sehr, sehr viel andauernden Gewalt. Ab 2013 in der Obama-Präsidentschaft setzte eine neue Welle von Opfern und Protesten ein. Diese Chronologie zeigt, glaube ich, ein deutliches Muster. Und vielleicht ist das ein Merkmal revolutionärer Prozesse im Allgemeinen. In der berühmten Dynamik, die Alexis de Tocqueville für die französische Revolution darlegte, sind Regime zu dem Zeitpunkt, zu dem sie mit Reformen beginnen, am verwundbarsten. Das Regime, sagte de Tocqueville, das eine Revolution zerstört, ist fast immer besser als das, das ihr unmittelbar vorausging. Und die Erfahrung lehrt, dass die gefährlichste Zeit für eine schlechte Regierung, in der Regel ist, wenn sie anfängt zu reformieren. Der amerikanische Politologe Sam Huntington kam 1968, mitten in der Johnson-Unruhen, zu dem Schluss, dass Reformen eher ein Katalysator als ein Ersatz für soziale Instabilität sein können. Genauso wie die Regierungen Johnson und Clinton und Obama eine Explosion der schwarzen Unzufriedenheit erlebt haben, ist es mehr als wahrscheinlich, dass es in der Biden-Präsidentschaft zu größerer und nicht zu geringerer Gewalt kommen wird. Aber diese Reformdynamik, die Tocquevillesche Reformdynamik, ist vielleicht eine zu einfache Erklärung. Die Mobilisierung leitet eine Gegenmobilisierung ein, die eine erstaunliche Energie aus einer Abscheu gegen Scham und Schuld und zugleich die Angst vor Unordnung ableitet. Donald Trump baute seine politische Karriere auf die Hochfahrung und Anheizung von Rassenfragen, Rassenkonflikten auf. Sein erstes großes politisches Engagement, er spricht oft von Law and Order, das wird manchmal persifliert als Law and Order oder Law Enforcement. Das ist eine Briefmarke aus dem Jahr 1968 während der Unruhen. Und das war damals in den 60er Jahren die Logik von Richard Nixon, Law and Order als Titel für die neue Politik aufzuschlagen. Das war bei Trump ähnlich. Sein erstes großes politisches Engagement kam als Reaktion auf einen Vergewaltigungsfall im Central Park in New York,
nahm damals ganzzeitige Anzeigen in den großen Zeitungen. Fünf junge Männer, schwarze Männer, wurden schnell verhaftet und nach einem anschließenden erzwungenen Geständnis zu langen Hafturteilen verurteilt. Trumps Anzeigen forderten die Einführung der Todesstrafe für Mörder. Das wurde auch im Bundesstaat New York eingeführt, aber nie da praktiziert. Ich will diese Mörder hassen und ich werde es immer tun, schrieb Trump in der Anzeige, die hier dargestellte Anzeige vom Mai 1989. Ich will sie nicht psychoanalytisch analysieren oder verstehen, ich will sie bestrafen. Trump weigerte sich konsequent, sich zu entschuldigen bei den Central Park Five, bei den verhafteten und verurteilten jungen schwarzen Männern, selbst als es klar war, dass sie völlig unschuldig waren und ein anderer Mann, ein einzelner Mann, der wegen anderer Sexualdelikte schon verurteilt wurde, im Gefängnis ein Geständnis ablegte und es dann gefunden wurde, dass die DNA-Proben zu der Vergewaltigung passten. Stattdessen beschwerte sich Trump über den Umfang der Entschädigung, die den Central Park Five für ihre unrechtmäßige Inhaftierung gezahlt wurde. Das zweite Thema, das für Trumps endgültiges Erscheinen als politische Figur, zentrale politische Figur von Bedeutung war, war seine konsequent geführte Kampagne, zu zeigen, dass Barack Obama nicht in den Vereinigten Staaten geboren wurde, nicht als US-Bürger geboren wurde und daher nicht für das Amt des Präsidenten legal in Frage kam. Birtherism, sogenannte Birtherism, wurde zu einer Plattform für die Mobilisierung weißer Wähler, die sich über die Wahl des ersten schwarzen Präsidenten der Vereinigten Staaten ärgerten. Soziale Medien sind ein entscheidendes Instrument, um Protest und Gegenprotest zu mobilisieren. Wenn die Sorge um rassistische Ungerechtigkeit ein wichtiger Treiber für die Stimmen für Biden war, war die Angst vor Unordnung die zweitwichtigste Überlegung für die Trump-Wähler. Die erste war die wirtschaftliche Verläufe der letzten 4 Jahre. Laut einer Datenbank des Wall Street Journal, die die öffentlichen Kommentare der Präsidentschaftskandidaten zu einer Vielzahl von Themen verfolgt, sprachen Trump und Michael Pence, Vizepräsident Michael Pence, in diesem Jahr mehr als 90 Mal von Recht und Ordnung, Law and Order, in Wahlkampfsauftritten, darunter 7 von Trump in der ersten Präsidentschaftsdebatte alleine. Der Präsident twitterte sogar, während er mit Covid-19 ins Krankenhaus eingeliefert wurde, Law and Order, stimmen Sie ab. Das ist die Erfahrung aus den 60er Jahren, die hier wieder hochkommt. Was können die Lösungen auf diese nationale Krise sein? Die Probleme des Jahres 2020 sind untrennbar miteinander verbunden. Die Covid-19-Krise zeigte sich in der Fragilität der Gesundheits- und Bildungssysteme, aber auch der Beschäftigungs- und Lebensbedingungen. Es wurde klar, dass es nicht nur die Polizei war, die die Würde schwarzen Lebens missachtete. In den Frühphasen der Krise, wo insbesondere die stark globalisierten Bundesstaaten betroffen wurden, Kalifornien, New York, unterstützten anscheinend viele Republikaner die These, dass die Sterblichkeit da nicht so ernst zu nehmen sei, weil das Richtige, das Kernamerika, gar nicht berührt wurde. Es ist klar, dass schwarze und hispanische Amerikaner stärker von Covid-19 betroffen sind. Die Infektionsraten und die Sterblichkeit sind höher. Diese Ergebnisse spiegeln zunächst schlechtere gesundheitliche Bedingungen wider, mit höheren Raten von Langzeiterkrankungen wie Bluthochdruck, Diabetes und auch weniger geeignete Behandlungen
für diese Bedingungen. Wenige qualifizierte Arbeitskräfte wirken auch in Berufen, in denen unvermeidlich körperlicher Kontakt besteht, also als Krankenhaus- oder Gesundheitspersonal im öffentlichen Verkehr, in Lebensmittelgeschäften. Hispanics und andere Immigranten stellen den Großteil der Beschäftigung in Fleischverpackungsanlagen, wo sich die Arbeiter in unmittelbarer Nähe befinden und wo kalte Temperaturen die Ausbreitung des Virus erleichtern. Im Gegensatz dazu konnten viele Büroangestellte ihre Arbeit ganz einfach und manchmal recht angenehm in Heimbüros verlagern. Das schwarze Amerika ist weniger gut ausgebildet als das weiße. Hier sehen Sie, wie viele zu Colleges gehen. Also Sie sehen, dass beide Kurven steigen, aber dass die schwarze Kurve immer nachhinkt. Das schwarze Amerika findet auch die soziale Mobilität durch Bildung viel schwieriger. Es verdient weniger. Das Verhältnis verbesserte sich in den 80er und 90er Jahren, verschlechterte sich aber seit dem Jahrhundertwende, seit dem Jahrtausendwende, im neuen Millennium. Wenige Schwarze leben in ihrem eigenen Haus. Die Mieter haben häufiger Mietrückstände, wenn sie schwarz sind. Wenn das Virus zuschlägt, sind mehr Schwarze nicht krankenversichert. Und mehr werden jetzt Opfer von Arbeitslosigkeit, wobei dann die Krankenversicherung im amerikanischen System gleich verloren wird. Die USA haben einige der besten Krankenhäuser und medizinischen Einrichtungen der Welt, aber auch einige der am wenigsten ausreichend. Die USA haben einige der besten Schulen und Universitäten der Welt, aber auch einige der ungenügsamsten. Wir haben die schönsten Wohnungen der Welt, aber auch die verheerendsten Wohnungen der Welt. Einige dieser Entwicklungen auf den Schaubildern, die ich soeben gezeigt habe, sind kurzfristige Phänomene und werden mit einem wirksamen Impfstoff und wirksamen Behandlungen für das Virus enden. Andere Entwicklungen aber, die Verlagerung der Arbeit ins Haus, dürften recht langlebig sein. Und gering qualifizierte Arbeitskräfte werden daher weiterhin lange Reisezeiten, schlechten und beengten Arbeitsbedingungen unterliegen. Und es werden wahrscheinlich auch neue Krankheiten, neue Viren umlaufen. Die Unterbrechung in dieser Zeit, in dieser Corona-Zeit der Schulbildung, wird es schwieriger machen, Qualifikationen zu erreichen. Es gibt einen unverhältnismäßigen Effekt, da ärmere Haushalte enger zusammenleben. Es ist schwieriger dafür, Schüler zu studieren. Viele haben keine Internetverbindungen, so dass Schulen, die versuchen, einfach Laptops zur Verfügung zu stellen, ihre Schüler noch immer noch nicht dazu bringen können, sie zu benutzen. Der Verlust von Arbeitsplätzen oder Einkommen bei den Eltern oder anderen Betreuern erhöht den Druck, ohne Unterrichtstätigkeit etwas im informellen Markt grau zu verdienen. Die verlorene Zeit wird für immer verloren sein. Es kann nicht nachgeholt werden. Vielleicht ist dieses eine zu pessimistische Vision. Lassen Sie mich mit einer Note echter Hoffnung und Optimismus schließen. Das Virus gibt eine einmalige Chance, die Vereinigten Staaten in eine ganz neue Richtung hinzusteuern. Einige der Innovationen während der Viruszeit, der Übergang zum Remote-Lernen, aber mit einer breiteren Zugänglichkeit von High-Level-Kursen, der Übergang zu Telemedizin,
könnten dauerhaften Innovationen hervorbringen, die Bildung und Gesundheitsversorgung erschwinglicher und auch allgemein zugänglicher machen. Der Umzug von Menschen aus den Innenstädten sollte die Mieten- und Häuserpreise relativ senken und die Notwendigkeit reduzieren, lange Reisen zu unternehmen und oder in minderwertigen Unterkünften zu leben, um in den Großstädten arbeiten zu können. Auch die Frage der Polizeibrutalität und Gewalt könnte durch Technologie verändert werden. Überwachungskameras können die Polizeiarbeit universeller und gerechter machen. Es ist zum Beispiel so, dass jetzt oft beim Autofahren schwarze Amerikaner überproportional von der Polizei angehalten werden für zu schnell fahren oder ohne richtiges Licht fahren. Wenn das automatisch von den Kameras gemacht wird, dann kann es dann keine solche Diskriminierung geben. Wenn die neue Regierung die Digitalisierung annehmen kann und sich nicht dagegen wehrt in der Bildung oder bei der Medizin, das waren lange Zeit Potenziale, die nicht genutzt wurden, weil es gegen Widerstand gab. Wenn die Regierung das jetzt weiter betreibt, wird es endlich möglich sein, die Menschen gleich zu behandeln. Das ist im Grunde das amerikanische Versprechen, der amerikanische Traum. Dem zu widerstehen, war der lang anhaltende amerikanische Albtraum. Und es ist an der Zeit, diesen Widerstand zu brechen. Und das kann durch Technologie in einer neuen Weise geschehen. Die Technologie ist farbenblind. Sie kann ermöglichen, was bei Lincoln oder bei Johnson oder Obama misslang. Abraham Lincoln sagte bei seiner ersten Amtseinführung: "In your hands, my dissatisfied fellow countrymen, and not in mine, is the momentous issue of civil war." Auf Deutsch: "In ihren Händen, meine unzufriedenen Landsleute, und nicht in den meinigen, liegt das bedeutsame Thema des Bürgerkriegs." Im nächsten Jahr, am 20. Januar, könnte, vielleicht sollte, Präsident Biden die gleichen Worte benutzen. Dankeschön. Ja, prima. Vielen Dank für diesen sehr tiefschürfenden Vortrag, der versucht, die Phänomene in Amerika in eine historische Perspektive zu rücken. Was mir besonders auffällt, ist, dass die Spannungen in Amerika, die dazu führten, dass die Denkmäler gestürzt wurden, der Confederalists, Robert Lee und andere, dass diese Black Lives Matter-Bewegung in Europa, jedenfalls im deutschen Medienapparat, gar nicht so richtig vorkam. Natürlich wurde hin und wieder darüber berichtet, aber die Gewalt und die Größe dieser Auseinandersetzung, an der, wie du sagtest, bis zu 25 Millionen Menschen teilnahmen auf Seiten der Protestierenden bei Black Lives Matter. Diese Größe ist hier nicht so richtig übergekommen und die Gefährdung auch, die das amerikanische Modell dadurch erhielt. Wir haben in diesem Vortrag den Vergleich mit der Sowjetunion gehört. Die Sowjetunion, die auseinandergebrochen ist wegen ihrer inneren Spannungen. Nachdem das Unglück von Tschernobyl die Schwäche des Systems offengelegt hat. Corona, wurde uns erläutert, hat vielleicht eine ähnliche Rolle, weil eben das eine Krise ist, die das amerikanische System nicht gut verarbeitet und wo eben die Schwächen und die Ungleichheiten des
Gesundheitssystems offengelegt werden. Das zeigt doch eine wesentlich tiefere Dimension als die Vorstellung, die hier manchmal geäußert wird, dass jetzt die Persönlichkeit von Donald Trump die Ursache für diese Spannungen gewesen sein könnte. Davon kann, nachdem man diesen Vortrag gehört hat, ja gar nicht die Rede sein. Harold James hat uns klargemacht, dass die Spannungen anhalten und vielleicht sogar unter Biden, weil er die großen Hoffnungen und Erwartungen nicht erfüllen kann, die man in ihn setzt, eher noch zunehmen werden. Das stellt mich vor die Frage, welche Lehren Europa eigentlich ziehen kann aus diesen amerikanischen Problemen und umgekehrt, welche Lehren die Amerikaner aus dem europäischen Beispiel ziehen kann. Das Erste, was einem ja doch auffällt, ist, oder in den Sinn kommt mir jedenfalls, ist, dass also eine Reform à la Bismarck vielleicht doch in der Lage ist, diese Spannungen zu überbrücken. Bismarck hat ja die Sozialreform im 19. Jahrhundert gemacht als Korollär der Sozialistengesetze, wie er sagte. Er sah eben, dass die Arbeitermassen organisiert wurden durch die Kommunisten und die Sozialdemokratische Partei, und er sah den umstürzerischen Charakter und hat versucht, dieser Bewegung den Wind aus den Segeln zu nehmen, indem er eben Sozialgesetze für die Arbeiter gemacht hat. Das wäre etwas für Amerika. Andererseits weiß man gar nicht, ob angesichts der großen ethnischen Unterschiede in Amerika eine Mehrheit bereit wäre, das Geld auf den Tisch zu legen, um eben die Minderheit der Schwarzen sozial mit einzufangen durch entsprechende Transfers. Also wer soll hier was von wem lernen und was ist die richtige Strategie? Ja, vielen Dank, Herr Hans-Werner. Das sind wunderbare, ausgezeichnete Fragen, absolut relevant für dieses Thema. Und es ist interessant zu sehen, wo Black Lives Matter in Europa wirklich eingeschlagen hat und wo nicht so sehr. Also es hat viel breitere Ausprägungen gehabt in Frankreich und in Großbritannien. Also ich weiß, Großbritannien gehört demnächst nicht mehr zu Europa, ist schon aus der Europäischen Union ausgeschieden. Aber man sah absolut dasselbe Phänomen in Großbritannien, also die Statuen, die gestürzt worden sind. Man sah, ich hatte ursprünglich eine längere Version des Vortrages vorbereitet, und da sah man auch die Statue in den Hafen von Bristol stürzen. Überall werden Statuen demoliert, auch von der öffentlichen Verwaltung her. Also sie werden offiziell entfernt. Das gleiche Umdenken gibt es in Frankreich. Also zu einem sehr, sehr wenigen Ausmaß in Deutschland, weil die Kolonialerfahrung ja nicht so prägend für den Nationalgedanken in Deutschland ist als in dem britischen oder französischen Fall. Aber die Frage, die du aufgeworfen hast, Hans-Werner, ist absolut zentral. Also das ist auch die Frage, mit dem Barack Obama sein Buch einleitet, kann das überhaupt gelingen, eine Gesellschaft zu bilden, wo die Menschen so verschieden voneinander sind und von verschiedenen Traditionen kommen und nicht miteinander in historisch geprägten Gesellschaften traditionell leben? Kann das gelingen? In einem gewissen Sinne ist das ein Experiment nicht nur für Amerika, sondern für die ganze Welt. Also es ist ein Experiment für Indien, für Brasilien, für China auch und natürlich auch für Europa. Also das in dem Sinne ist das etwas, wo Europa schon eingestiegen ist. Das kann eigentlich nicht so leicht
rückgängig gemacht werden. Genauso wenig wie die Vereinigten Staaten nicht mit der Geschichte der letzten 200 Jahren einfach abschließen können und sagen, dass das ist vorbei. Wir bilden uns ganz anders oder ganz neu. Und dann die Frage, wie hält man das zusammen? Geschieht das durch soziale Umverteilung auf dem Bismarckschen System oder geschieht das durch eine Öffnung, wo mehr Menschen haben, mehr Menschen, die Möglichkeiten haben, an der Gesellschaft teilzunehmen, also bessere Bildung zu bekommen, bessere Medizin zu bekommen. Ich glaube, dass diese Fragen, also wie man eigentlich teilnimmt, indem man gut medizinisch versorgt wird oder dass die Kinder gut ausgebildet werden, das ist für vielen viel, viel wichtiger als die Frage von Umverteilung. Also wir haben bei den Wahlen in diesem Jahr ein Experiment in dieser Umverteilung gehabt. Also ein Grund, warum so viele Menschen für Trump gestimmt haben, ist, dass Trump massiv Geld herausgeworfen, aus den Fenstern rausgeworfen hat. Jeder Amerikaner, also jeder Erwachsene, der weniger als $250,000 im Jahr verdient, hat einen Check für $1,200 bekommen. Kinder, die Eltern bekamen Checks für $600 pro Person. Arbeitslosen haben Geld bekommen. Das wurde versucht. Aber das ist nicht die Lösung. Also die Lösung ist mit Zugang zu den gesellschaftlichen Möglichkeiten verbunden. Also dass man nicht sehen muss, wie die Kinder in schlechten Schulen gehen, wie die Lehrer demotiviert sind, wo die Krankenhäuser miserabel scheitern. Ein Kollege von mir, bedeutender amerikanischer Historiker, Tim Snyder, hat gerade ein verheerendes Buch über seine Erfahrungen im Krankenhaussystem in New Haven, Connecticut geschrieben. Also das muss sich ändern. Und also die gute Sache ist, das wollte ich zuletzt anschneiden, ist, dass wir wirklich Möglichkeiten haben und Technologie, die zum Beispiel die medizinische Versorgung, ich muss nicht lange anstehen, um Tests zu machen oder um Bluthochdruck zu messen oder so. Das kann man zu Hause machen. Man kann das mit dem Arzt auf dem Bildschirm, so wie wir hier sprechen, das machen. Medizin kann über den Computer verordnet werden. Warum nicht? Und das ist die Öffnung der Gesellschaft in einem neuen Sinne. Und es ist diese Öffnung, die wichtiger ist als das Umverteilungssystem. Ja, vielen Dank. Die Öffnung natürlich zur Krankenversicherung ist ein Stück Umverteilung. Das geht ja ineinander über. Mit der Umverteilung hier in Europa, Deutschland, meinen wir ja nicht dann ab und zu mal einen Paycheck von 1.200 € oder Dollar auszugeben, sondern ein System zu etablieren, wo man automatisch abgefedert wird, wenn das Einkommen abfällt und unter dem Durchschnitt liegt, da kriegt man ja in Deutschland automatisch Hilfen vom Staat über vielerlei Kanäle. Und einer der wichtigsten ist sicherlich die Krankenversicherung, die Beiträge hat, die überhaupt nicht ausreichen, jedenfalls bei den unteren Einkommen, um die Leistungen zu bezahlen. Und der Wert einer Krankenversicherung ist ja enorm, nicht bei im Monat 300 € oder so, nicht? Das kriegen ja auch Hartz-IV-Empfänger, die gar keine Beiträge zahlen. Und diese Sachleistungen führen dazu, dass natürlich eine Grundsicherung vorhanden ist und man sich mit dem System leichter identifizieren kann. Das ist alles zwar nicht von Bismarck eingeführt worden, so in dieser Intensität, aber doch vorbereitet worden.
Und das hat damals die Gesellschaft stabilisiert und es stabilisiert sie offenbar bis zum heutigen Tage. Andererseits, wenn man immer mehr Immigration von Geringqualifizierten hat und Menschen aus Kulturkreisen, die sich nur schwer integrieren, dann nimmt ja auch die Belastung des Sozialsystems zu. Man weiß nicht, wie weit man damit kommt. Multikulti war ein großes Thema vor einigen Jahren. Davon redet keiner mehr. Die Grünen sind still geworden. Das Fernsehen, wie gesagt, berichtet kaum über die riesigen Konflikte in den USA. Jedenfalls nicht in der Dimension, die sie weltgeschichtlich und tatsächlich geschichtlich heute haben. Eine andere Frage, die ich gerne stellen würde, bezieht sich auf den USA-China-Konflikt. Darauf bist du jetzt nicht eingegangen, aber das ist natürlich schon etwas von großer Bedeutung für die weltwirtschaftliche Entwicklung. So ein bisschen fühlt man sich erinnert an das 19. Jahrhundert, als die Briten vorne lagen. Mit der Industrialisierung hatten sie ja begonnen und Deutschland war aufstrebend und rückte ihnen auf den Pelz. Wir wuchsen schneller als die Briten. Wir haben es zwar nie geschafft, bis zum Ersten Weltkrieg das BIP pro Kopf der Briten zu erreichen, blieben immer drunter, aber wir kamen erheblich nahe und dann wuchsen aus dieser neu gewonnenen wirtschaftlichen Stärke ja auch Großmachtgefühle bis hin zur Flotte, die der Kaiser damals baute, und die Briten fühlten sich sehr, sehr bedrängt. Und die Spannungen in Europa nahmen zu und entluden sich dann im Ersten Weltkrieg. Gibt es Parallelen? Wo sind die Grenzen dieser Parallelen im Konflikt zwischen den USA und China? Ja, es gibt wirklich da große Parallele und erschreckende Parallele. Ich wollte nur kurz auf deine Bemerkung zu Migranten und wie das wahrgenommen wird etwas sagen. Also die Debatte ist sehr komplex. Es ist nicht nur eine Frage über die Einwanderung von unqualifizierten Arbeitskräften. Das wurde teilweise mobilisiert als Thema von Donald Trump. Aber es ist auch eine Frage der Einwanderung von hochqualifizierten Arbeitnehmern, die zum Beispiel in Silicon Valley oder auch hier bei uns in der Gegend in zentralen New Jersey, also die Einwanderer, die hier ankommen, sind auf keinen Fall unterqualifiziert. Sie sind sogar überqualifiziert und das produziert auch Ängste und Gegenreaktionen. Was für mich faszinierend ist, ist, dass gerade jetzt in Europa auch diese Debatte geführt wird. Nicht? Also zum Beispiel, man feiert plötzlich in Deutschland als Helden die Unternehmer unter den Einwanderern, die also jetzt vor allem in den letzten Wochen bei BioNTech, also bei der Herstellung von einem Vakzin. Also man erwartet auch in Amerika, aber das ist auch eine europäische Erfahrung, dass Einwanderer oft kreativer sind, arbeiten mehr, härter, intensiver. Und also für diese Frage, wie transformiert sich eine Gesellschaft, kann das auch entscheidend sein. Also es ist nicht nur eine Debatte, die auch potenziell gefährlich ist, weil das natürlich auch bedeutet, dass Amerikaner, geborene Amerikaner, Angst über ihre Arbeitsstellen haben. Also nicht nur wegen der globalen Konkurrenz, sondern auch wegen der Konkurrenz im eigenen Lande. Und das führt eigentlich gleich zur Debatte über China hin. Also Trump wird oft als Anti-Globalisierungsanführer gesehen. Als Beispiel einer populistischen Reaktion gegen die Globalisierung. Man will sich abschotten, man will Mauern aufbauen, also physikalische Mauern auf der mexikanischen Grenze, aber auch Handelsschranken aufbauen.
Es ist eigentlich, da zeigt man auch, wo die Grenzen liegen. Es ist viel weniger getan, als versprochen wurde. Und wenn Biden jetzt auch versucht, etwas in die antichinesische Richtung zu sprechen, weiß ich nicht, ob er wirklich mit großem Erfolg die Globalisierung zurückstellen kann. Also zum Beispiel über 90% der Antibiotika, die in Amerika verbraucht werden, konsumiert werden, sind in China hergestellt. Einige schauen aus, als ob sie in Indien hergestellt sind, aber die haben Vorstufen der Produktion, die in China liegen. Also wir sind gerade in der Corona-Zeit, wo wir eine große medizinische Notlage haben, auf China angewiesen. Vielleicht kann sich das ändern. Also man wird wahrscheinlich mehr Antibiotika produzieren in den Vereinigten Staaten. Aber wenn Sie, wenn man das jetzt auf die europäische Ebene bezieht, also sollen einzige Länder in Deutschland, Deutschland oder Slowenien oder Estland ihre eigenen medizinischen Produkte herstellen? Also das ist eigentlich zu bezweifeln. Also man braucht den Warenaustausch, um diese globalen Krisen zu bekämpfen und zu bewältigen, also die Folgen der Krise zu bewältigen. Also ich hoffe, dass in einigen Jahren, dass der Konflikt mit China nicht so als Zero-Sum-Game, Nullsummenspiel gesehen wird, sondern mehr als Möglichkeit auch technologische Lösungen für allerlei gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Problemen einzubeziehen. Ja, vielen Dank. Also nochmal zu den Migranten. Du hast völlig recht, hinzuweisen auf den großartigen Erfolg von BioNTech. Hugo Schein und Özlem Türeci haben ja Gewaltiges geschaffen. Sie waren die Ersten, die bei der Food and Drug Administration in der Lage waren, nach einer langen Testserie einen Antrag für die Genehmigung dieses phänomenal neuen Impfstoffes auf RNA-Basis zu stellen. Und das ist etwas, was einen wirklich hoffnungsvoll macht bezüglich der positiven Seiten der Migration. Es kommt neues Blut, neue Kraft, neue Talente. Beides sind Kinder von türkischen Einwanderern, die eben in der zweiten Generation hier durch das Schulsystem gegangen sind und dann wissen, wofür sie leben und wofür sie kämpfen und dann diese Erfolge erzielt haben. Das ist wirklich großartig, das zu sehen. Und es ist eben die Zweiteiligkeit des Geschehens. Und gerade deswegen geht es um die Frage, was können wir aus dem amerikanischen Modell hier lernen? Ja, China, USA. Ich hoffe persönlich, dass also, sagen wir mal, anders als bei Trump, der einen Zwei-Fronten-Krieg im Handelsbereich geführt hat gegen Europa und gegen China, jetzt sich das ein bisschen konzentriert stärker auf China und aber auch da eine Lösung gefunden wird. Jedenfalls scheinen die Europäer ja aus der Schusslinie heraus zu sein. Gut, das alles sind große Themen, die uns noch lange beschäftigen werden. Und wir haben einige Prognosen gehört über die anhaltenden internen Schwierigkeiten der USA, die unter Biden nicht verschwinden. Die Geschichte bleibt spannend und ich hoffe, dass wir in Zukunft in der Lage sein werden, wenn wir da vielleicht eine gewisse Erfahrung haben mit der Regierung Biden, dass wir Harold James noch einmal bekommen können. Er ist uns ja verbunden, weil er eben so häufig hier in München weilt und weil eben Deutschland sein Forschungsinteresse ist. Auch in deutschen Zeitungen publiziert er regelmäßig. Man liest seine Kolumnen im Handelsblatt und die sind immer sehr tiefschürfend und erhellend. Und heute haben wir ein Beispiel von dieser geistigen Kraft und von diesem umfassenden Wissen bekommen. Harold, vielen herzlichen Dank dafür, dass du in dem Vortrag für den Wirtschaftsbeirat Bayern hier zur Verfügung standest. Ich hoffe, meine Damen und Herren, Ihnen hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Wir werden als nächstes hier im Ordnungspolitischen Ausschuss des Wirtschaftsbeirates Achim Wambach hören, den langjährigen Präsidenten der Monopolkommission und jetzigen Präsidenten auch
des Wirtschaftsforschungsinstituts in Mannheim, ZEW. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ganz herzlichen Dank, Herr Zwenner.